Oh mein Gott. Sind wir live? Hallo und herzlich willkommen bei Bro and Buddy. Also, so wie ihr seht, wir sind dieses Mal, diese Woche zu dritt. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, von wo ihr so zuschaut. Cool, seid ihr aber wieder mit dabei. Wie wir ja angekündigt haben, letzte Woche haben wir einen Gast. Hallo Luca, hallo Laura. Haha, cool, dass ihr mit dabei seid. Oh, gleich noch einer. Bogdan, hallöchen. Es geht immer weiter. Brigitte, hallo. Hallo. Ja, meine Güte. Hallo. Bro, ich glaube, du musst ein bisschen helfen mit den Kommentaren. Ansonsten komme ich gar nicht vorwärts, um was es eigentlich heute geht. Bei uns ist es ja, oder geht es ja natürlich um die Keto-Conversation, Keto-Küche und andere leckere Köstlichkeiten. Letzte Woche hatten wir die unglaublich leckeren Gummibärchen zu Halloween. Ich weiß nicht, ob irgendjemand die nachgemacht hat, aber wir haben hier noch was vorbereitet, beziehungsweise hat unser Bro... Yeah. Okay, sieht man dich in der Kamera? Dich sieht man nicht in der Kamera. Ja, ich will ja nur essen. Aha, wir haben hier eine Dose. Hat hier noch eine coole Möglichkeit, beziehungsweise eine mega Idee, wie man diese Gummibärchen einfach stylisch verschenkt. Einfach ein schönes kleines Mitbringsel. Wir haben gedacht, wir probieren jetzt erstmal nochmal eins. Ich nehme gerade zwei. Gleich ist es wieder leer. Oh. Und nicht zu vergessen, die werden immer besser. Danke. Und auch Anna, ich habe heute dein Rezept ausprobiert ohne Joghurt. Die werden jetzt noch hart. Morgen gibt es ein Feedback. Mm. Genau. Ja. Dann. Ah, das nächste Thema. Sorry. Also, wie wir letzte Woche angekündigt haben, wir haben heute einen Buddy, einen Gast, nämlich Andrina. Hi! Andrina ist heute hier und hat gleich ihre Feuertaufe zum Live. Also von daher starten wir einfach gleich durch. Andrina ist Betriebsleiterin hier in dem besten Café von Andermatt und hat tagtäglich einfach Kontakt mit den allerbesten, tollsten Süßigkeiten, Köstlichkeiten hier in Andermatt. Andrina, vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist. Cool, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben ja hier noch leider noch eine Kähne Mache. Aha, Moment, jetzt kommt's. Weil, hi, Jan. Genau, weil Andrina ist nämlich auch Schweizerin. Stell dich einfach mal vor, vielleicht willst du einfach mal ein paar Sätze zu dir sagen und warum du heute bei uns bist. Und ich gucke ein bisschen auf die Kommentare. Sorry, ich habe die Brille nicht auf. Ich bin Andrina. Und Simon ist ja heute leider nicht dabei. So Alena. Simon? Wo ist Simon? Oh, wer ist Simon? Die Schnitte von Andrina, mein Gott. Oh. Genau. Ich bin im Gastgewerbe groß geworden. Ich habe Köchin gelernt und habe die Hotelfachschule gemacht und bin immer in Kontakt mit Essen. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Ich verstehe dich nicht. Wo ist dein Schweizerdeutsch? Ja. Ich wechsle jetzt gerade, weil eigentlich fühle ich mich besser mit Schweizerdeutsch als mit Hochdeutsch. Aber dass sie alle verstehen, wechsle ich wieder auf Hochdeutsch. Genau. Ich habe einfach extrem hohes Interesse an Ernährung und will mich einfach immer mehr weiterbilden. Okay. So ein bisschen. Also du hast, oder wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, du optimierst gerade ein bisschen die Ernährung und schaust halt einfach ein bisschen mehr darauf, wie du dein Leben aktuell ein bisschen optimieren kannst. Genau. Was machst du da? Genau. Wir haben jetzt eigentlich angefangen, zu Hause wirklich auf Zucker zu verzichten. Danke für die Herzchen! Was mir sehr, sehr schwer fällt, ist, weil ich arbeite ja im besten Café in Andermatt. Und dort werden so viele Köstlichkeiten gemacht und das wimmelt einfach den ganzen Tag nur von Zucker und Kohlenhydrate. Ja, aber ich habe da einen geilen Diamant gefunden, der mich echt, echt unterstützt, dass ich auf diese Sachen auch wirklich gut verzichten kann. Genau. Und das sind die exogenen Ketone. Ja. Okay. Also du hast gesagt, das sind Diamanten für dich. Also Diamanten... Ja, sind ja schon kostbar, oder? Was machen diese Diamanten für dich einfach so kostbar? Was hast du da jetzt so für dich rausbekommen? Beziehungsweise was ist so
der Vorteil daran hat. Wo du sagst, wow, das ist ein Diamant. Also, ja, genau. Ich habe gesehen, Alena ist auch dabei. Sie weiß es ganz genau, weil es geht da viel um Laune. Laune, Energie. Hallo, und, Annette. Hallo, Daniela. Hallo. Allgemeines Wohlbefinden. Das heißt, ich habe vor circa einer Weile jetzt angefangen, diese zu nehmen, regelmäßig. Und ich habe... Sorry, ist mein Wecker. Gemerkt. Ja, du lenkst mich gar nicht ab, Daniel. Ich habe gemerkt, wie meine Stimmung einfach viel, viel besser wird. Ist wirklich krass. Ich kann, so voran kann ich mein Team anstecken und ich kann die Gäste anstecken damit. Das heißt, die Gäste bleiben ein bisschen länger und trinken vielleicht ein, zwei Kaffee mehr. Genau. Also du willst damit Gäste sagen... Also flirten mit dir, Andrina? So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich Simon mal, schaut sich hier zu. Ich gehe mal einen Kaffee trinken, ne? Okay, also genau. Damit bist du auch umsatzstärker. Genau. Ja, sehr cool. Du hast ja gesagt, du hast jetzt mehr Energie und bessere Stimmung. Also habe ich jetzt so rausgehört. Ja. Was bedeutet das denn im Endeffekt jetzt? Also viele sagen, ja, ich habe mehr Energie und bessere Laune. Aber wo wirkt sich das denn jetzt bei dir aus? Wo du sagst, okay, da kann ich jetzt einfach mal ein Beispiel geben. Einfach, dass man weiß, okay, hey, ist vielleicht für alle da draußen auch ein Thema. Genau, geile Laune steckt an, Adrian. Ja, Energie, genau das Thema. Ich habe mich entschieden dafür, ein Fitness-Abo zu machen. Ja, das machen, glaube ich, noch viele. Und da gibt es so diesen Moment, wo man sagt, ja, ich kaufe das, dann mache ich das auch. Ja, bei vielen geht das, glaube ich, so, dass dann die ersten zwei Mal vielleicht motiviert sind und dann, ja, läuft das Abo irgendwann aus und man ist dann wirklich nicht gegangen. Bei mir war das so, ich habe das Abo gelöst und mein Gott, ich bin so viel im Fitness gewesen, absoluter Hammer und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe mich ausgepowert und war dann auch noch total gute Laune und es hat mich wirklich geflasht. Es hat mich wirklich geflasht. Okay. So krass. Ja, weil du hattest ja gesagt, du hast dich mit Ernährung auch einfach auseinandergesetzt, weil du auch eine Kochlehre gemacht hattest, oder? Ja. Das heißt, du hast bestimmt schon ein paar andere Sachen auch ausprobiert. Definitiv. Wo war denn jetzt der Punkt, wo du gesagt hast, ich probiere das jetzt einfach mal aus? Ja, Steffi, du bist der Grund. Ja, nee. nicht nur, aber es hat schon mit der Person zu tun. Du hast mir davon erzählt. Ich vertraue dir und ich habe gesagt, ja gut, ich meine, das, was sie mir erzählt, es gibt mir einen Mehrwert, es kann mir einen Mehrwert geben, ich vertraue dir und ja, also das ist für mich so, warum nicht, es ist natürlich und das, ist das, das ist das Wichtigste, natürlich, Vertrauen und das, was eigentlich dahinter steht, was mir eigentlich einen Nutzen haben, genau. Genau. Cool. Aber das war dir im Vorhinein nicht klar, oder? Das ist... Nö. Nein. Okay. Also mir war also nicht klar, was alles passieren kann mit mir. Krass. Finde ich spannend. Ist da auch jemand dabei, der sagt, okay, wow, ich vertraue einer Person so sehr, dass ich es einfach mal ausprobiere? Weil, ja... Ja, ich. Ja, du auch, ja, genau. Danke, Adrian. Geil, Bro. Ja, perfekt. Cool. Ja, vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, was es für euch braucht, dass ihr einfach mal was ausprobiert. Oder seid ihr eher die Leute, die sagen, okay, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten, ich muss erst mal 10 Bücher wälzen und Studien anschauen. Oder sagt ihr, ey, wenn das mein bester Freund oder einfach ein Buddy sagt, ey, probier das einfach mal, es hat einen mega Nutzen für uns gehabt. Also warum nicht, wie sie schon gesagt hat, warum nicht, why not? Ja, könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr so für Gefühle habt, beziehungsweise wie ihr da so tickt. Du, aber was macht eigentlich Daniel den ganzen Abend hier? Ja, ich weiß nicht, bisher steht er einfach hinter uns, ich bin am Kochen. Lenkt uns ab. Ja, genau. Was gibt's denn? Ich habe gleich so Hunger. Familie, Leute, die mir sympathisch sind. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ich vertraue Adrian. Brigitte, ja, perfekt. Aber unbedingt den besten Freunden. Genau so. Den besten Freunden, Familie. Dann vertraut ihr mir mal, Ladies. Ewa!
Der kommt auch einfach wieder von hinten hier nach vorne geschlichen, packt uns einfach mal von eine Köstlichkeit. Ich weiß nicht, seht ihr das? Mmh. Wer weiß es? Was ist das? Was ist ich vertraue auch, dass es schmeckt. Was ist das? Habt ihr eine Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Was könnte das sein? Also, ich kenne es mal von hinten. Man sieht dich leider nicht. Stell uns mal hinten sehen. An. Was könnte das sein? Ich kenne das von früher, von der Pause in der Schule. Tannipause! Jetzt, genau. Hallo Nadja! Das heißt, Tannipause, in welche Richtung geht? Also komm, so schlecht sieht das die Kopie jetzt auch nicht aus. München! Yeah! Julia, du bist der Hit! Danke! Also, wollen wir mal probieren, oder was? Ja, ich muss probieren, Ja, Entschuldigung. Also, wenn dem die Ladies ja probieren, habe ich dementsprechend euch ein paar Tipps zum Rezept. Macht es einfach genau gleich wie das Original, dann schmeckt es am besten. Aber nichtsdestotrotz, also es macht mega Spaß, so lecker. Wie geil ist das denn? Das ist eigentlich Steffi's, aber ich probiere auch. Entschuldigung, mit vollem Mund spricht man nicht. Oh. Mmh. Also, der Teig hat eine gewisse Bitterkeit, die Füllung ist richtig super. Ist vegetarisch, also ist mit Agar-Agar gemacht. Einfach genial. Aber, was ich fast vergessen habe, Anna, ihr kennt ja Anna, die hat immer ein paar Spezialwünsche. Und für sie haben wir extra noch was gemacht. Nämlich Sascha wird das nächste Mal ein Tiramisu. Oh, okay. Die Löffel werden dann spannend. Aber, wer es weiß, wir sind ja immer ein bisschen mit den exogenen Ketonen unterwegs und die Füllung für die Cremeschnitte wurde gemacht mit Vanilla Sky. Wisst ihr, wie geil? Ihr könnt es essen und ist gleich wieder weg. Mascarpone, Raumquark, Vanilla Sky, wieder weg. Also, richtig geil. Aber das Beste, das kommt noch. Ich bin allein mit der Kamera. Was soll das? Die Produktion ist im vollen Gange, darum war es heute ein längerer Tag. Aber ihr könnt euch freuen. Ihr sieht klasse. Danke, Daniela. Danke. Lach, euer Hund guckt, ob er was findet. Ja, da könnte immer mal was in der Küche liegen. Wie gesagt, wir sind, darf ich schnell dazwischen die Ladies. Die Produktion läuft auf Hochtouren, das heißt ab morgen in Coop Migros in der Schweiz. In Deutschland muss ich auch schauen mit den Gesetzen. Einfach darauf aufpassen, dass ihr die richtige Verpackung wählt. Also eben Ketones better than Glucose. Das wird die neue, Milchschnitte vom Bro Brown Buddy. Also die findet ihr dann dort. Ne? Viel Spaß. Also diese, das sieht aus wie das Original und schmeckt einfach 10-mal besser. Adrian fragt Agar-Agar, was ist das genau? Hört sich witzig an. Erzähl mal. Agar-Agar ist ein wird gewonnen aus Algen und ist 100% vegetarisch und vegan. Überhaupt kein. Ich muss immer da arbeiten und vor allem, also 100%, Vanilla Sky, 100% vegetarisch und vegan und wird öfters verwendet dann als Gelatine. Also ehrlich zu sagen, ich habe mich noch nicht so geübt gehabt mit Agar-Agar, ich habe es einfach mal probiert. Die ersten Bärchen oder Mousse waren leider nicht so lecker, also eher flüssig, aber es hat jetzt funktioniert, oder? Und gehen wir in die Produktion? Ja, also die erste Fuhre ist schon weg. Steffi hat heute den ganzen Nachmittag eingepackt. Hallo Ina! Hallo Ina! Das ist der neue Sally. Ja, genau. Wie geil wäre das denn, oder? Aber das Einzige, an dem so hapert, sind die Kleber. Aber die kriegen wir auch noch hin. Richtig geil. So, Lady, Steffi kommt wieder zurück. Ich muss noch ein bisschen aufräumen. Ja, Vanilla Sky! Wir dürfen immer wieder bei jedem Live dazulernen, wie wir uns hinsetzen. Das mit der Technik, das hat jetzt wieder heute gut geklappt, aber mit den Sitzplätzen, mit der Verteilung, wer wann was sagt, dass jeder zu sehen ist. Dankeschön für die Erklärung, sagt Andrea. Danke, Bro. Ihr seid der Hammer. Danke, Anne. Ja, also, wir haben jetzt ein bisschen über Erfahrung gesprochen, wir haben auch über die Milchschnitte. Also ich esse jetzt auch weiter, du. Ich kann jetzt erstmal ein bisschen erzählen, mal gucken. Mhm. Ihr seid ja noch alle da. Es scheint spannend zu sein. Schickt uns mal bitte ein bisschen Herzen. Ich habe nicht so viele Herzen gesehen. Herzen, ja, wir mögen Herzen. Bitte. Die neue Milchschnitte, jawohl, auf jeden Fall. Also wir müssen dann schon in Produktion gehen. Voll dabei, cool. Nächste Empire U. Okay. So. Haben wir einen eigenen Stand. Ah, da kommen Sie. Da sind die Herzen. Danke. So, Ladies, ich weiß, der Produktion, wir haben heute noch einiges vor heute Abend, also lasst uns zum Ende kommen, weil sonst werden wir heute nicht fertig.
Ja, wir haben einfach noch ein paar Punkte, weil, wie gesagt, wir haben jetzt die Milchschnitte gezeigt. Wir haben sie auch vor euch gegessen. Wir hoffen auch, oder wir denken, wir gehen mal davon aus, dass er sie nachmacht. Wenn ihr noch Fragen habt, wie ihr die nachmachen könnt, immer natürlich unter die Kommentare. Und auch in den Kommentaren wird das Rezept dann in den nächsten paar Stunden reingepostet. Gar kein Problem. Danke, Ina. Seid ihr lustig, ja. Und ich freue mich extrem über die Fotos von der Eigenkreation der besten Milchschnitte Europas. Genau. Also nochmal dritter Anlauf. Wir haben über die Milchschnitte geredet. Wir haben über die Erfahrung geredet von Andrina. Mhm. Andrina, wie lange nimmst du jetzt die exogenen Ketonkörper? Ich bin schon im dritten Monat. Du bist im dritten Monat, nicht schwanger, aber mit den Ketonen. Genau. Auch geil. Sieht so lecker aus, danke. Ja, das ist auch saulecker. Das Rezept, wie gesagt, Anne, gibt es auf jeden Fall. Und der dritte Punkt ist jetzt halt einfach, okay, warum, wieso, weshalb fühlt sich jetzt Andrina so? Ich könnte jetzt eine ganze Reihe aufzählen, warum, wieso und weshalb. Wenn euch das interessiert, wir haben hier ein cooles Buch, der Keto-Kompass, wo man das wirklich alles nochmal nachlesen kann mit Studien dazu, warum, wieso, weshalb wir mehr Energie haben, einfach einen besseren Fokus, bessere Stimmung. Also das ist jetzt halt nicht einfach so erzählt oder dahergesagt, das hat wirklich ein paar Punkte, die wahnsinnig spannend sind, wie dass die Ketone halt einfach auch nochmal das Gehirn zusätzlich mit Energie versorgen. Ja, dass die Stimmung bzw. mehr Energie zu mehr Bewegungsdrang führt. Der Bewegungsdrang an sich ist halt schon super cool, weil du halt einfach dich bewegen möchtest, in die Natur raus möchtest und somit halt auch einfach bessere Laune hast. Also es ist halt einfach so ein, wie sagt man, so ein guter Rattenschwanz in sich. Also ja, Peanut will jetzt auch die Milchschnitte, also von daher, wir müssen die irgendwie retten. Warte schnell, warte. Genau. Am geilsten finde ich, ja, seht ihr es, die Dinosaurier, die sind richtig geil. Die brauchen immer ein bisschen... Oh. Peanut! Ja, also das ist doch mal wieder ein Live nach Drehbuch. Ihr könnt es besser machen, ja. Also Spaß haben wir hier auf jeden Fall in der Bude. Aber was machen wir nächsten Donnerstag? Sag das nochmal. Nächsten Donnerstag machen wir was, was alle glücklich macht. Wir machen auch mal was Salziges. Das ist der Wunsch von Bro. Und wir machen nächste Woche Cupcakes mit Hanf und natürlich auch salzige Hanf-Cupcakes. Hanf? Genau. Gibt es hier an der Wand, an jeder Ecke oder Garten. Also einfach abschneiden. Wollen wir mal fragen, wer bei uns zu Gast sein will, wenn es um Hanf geht? Also, ich könnte es ruhig sagen, kein Problem. Also wirklich, kein Problem. Kommt da was? Also gibt keine Magic Brownies oder so. Ach, ihr seid aber schüchtern. Ihr seid aber schüchtern. Und was wir noch fast vergessen haben, das nächste Live mit Andrina werden wir wo machen? Wo werden wir es machen? Wie heißt es nochmal? Wo gehst du hin? Lund, nach Schweden! Also genau. Nicht nächste Woche, aber schon bald. Ja, das ist mega. Und ich würde sagen... Oh, Julia kommt. Was? Julia kommt. Super. Also zu den Hanf-Cupcakes, gell? Kommst du dann nach Schweden? Super. Oh, Ina auch. Oh, jetzt. Ich reserviere Zimmer. Ah, Peter, hallo, Mensch, du. Das ist ja richtig, also ich reserviere Zimmer und dann habe ich sehr viele Helferinnen. Okay, also, nächsten Donnerstag, sagst du es nochmal? 19:30 auf Brown Body live Hanf Cupcakes. Süß und pikant. Und sauer. Ja, pikant. Oder salzig. Cool. Genuss ohne Reue, oder? Genuss ohne Reue. Unsere Devise. Also, cool, dass ihr dabei wart. Moment, sind da noch ein paar Fragen? Die Bude bei euch ist dann voll. Ja, das ist gar kein Problem. Die ist groß genug. Silvia kommt auch. Ich folge euch überall hin. Jawohl, super. Danke. Geil. Cool. Schweden. Besuchen wir dich gleich im Februar. Ja, aber hallo. Sehr gut. Hallo. Genau. Du wolltest noch kurz was sagen. Sorry, wie gesagt, dieses Drehbuch hier ist vollkommen frei erfunden, aber du hast gesagt, ab Januar gehst du nach Schweden, oder? Ja, ab Januar gehe ich nach Schweden und circa 1 bis 2 Jahre bleiben wir dort. Das heißt, ich werde euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen.
Mal, wie cool ist das denn? Also wenn irgendjemand nach Schweden... Also, dann besuchen wir Andrina und Andrinas Milchschnitte in Schweden. Genau. Wenn irgendjemand nach Schweden auswandern möchte, wir haben jetzt hier einen Profi, also vom Umzug, Wohnungssuche, Jobsuche, ja, ist doch cool. Genau. Ja? Okay. Cool, dass ihr dabei wart. Ich bin dran. Sie ist dran, ja. Gut. Wenn ihr noch ein paar Inputs habt oder Infos... PR an uns. Genau. Also, einen schönen Abend und viel Spaß beim Milchschnitten nachmachen. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.